Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2. Ja, Dämmerung. 100k erreichen ist ein bisschen schwieriger diese Woche. Es ist Saber, nichts Neues, ich weiß, aber 100k erreichen auf Legende ist ein bisschen schwieriger. Barriere ist aktiv Überladung und Argus und so leere Schilde. Ja, ich spiele es mit den beiden. Ich war vorher schon mit den beiden drinne. Das Problem war eben halt, wir haben keine 100k erreicht. Wir haben 98.000 erreicht. Vorher hatte ich 99.400 erreicht. Der Trick ist hier eigentlich, vorne beim Satellit rausgehen und dann, ja, da den Bereich verlassen, dass man nicht da den Fortschritt kriegt, sondern erstmal den ganzen Gegner abschießt. Das Problem war nicht bei uns. Wir haben euch soweit alles abgeschlossen, aber die Champions dann auch Platten abgeschlossen, aber 100k haben wir einfach nicht erreicht. Der Küste, das ist richtig nervig, da müsst ihr halt öfters mal reingehen. Wenn ihr 100k nicht erreicht, sucht euch einen Einsatzgruppen, mit denen ihr reden könnt. Das ist Rasputin, auch wichtig. Der KI-Kriegsgeist. Wenn ich ihn richtig verstehe, dann ist das ein Notruf. Also, es gibt nur noch so wenige, die Valenz zu schätzen wissen, Hüter. Es wäre eine Schande, ihn zu verlieren. Das ist der dritte Versuch schon. Aber der Trick ist eigentlich, beim Satelliten nicht immer reingehen, sondern dort auch immer rausgehen und dann wirklich alles abschießen, was da ist. Also wenn ihr 30.000 Punkte habt beim Satelliten, sieht das schon mal gut aus. Wenn ihr keine 30.000 Punkte habt, dann sieht das schon mal schlecht aus. Sagen wir mal so. Weil Schweber und so. Hä, wieso können die mich so schnell abschießen, ey? Oh, oh, oh. Ja, geile ist, ne? Die ganzen Aufnahmen vorher, alle perfekt gelaufen, so ungefähr. Bin noch einmal gestorben, ey. Alles super gelaufen. Jetzt fahre ich hier in die Schweber rein und schieße mich einmal über den Haufen und dann war's das, ey. Lass mich tot. Naja, egal. Wir werden das trotzdem irgendwie probieren. Wie gesagt, es ist halt arg nervig, irgendwie Dämmerung dieses Mal. Also, wir müssen auf dem Zeiger, um ehrlich zu sein. Auf 1600 wollte ich jetzt noch nicht spielen, weil ich glaube, das kriege ich noch nicht hin. Aber wie gesagt, es ist schon so ein bisschen blöd. So, jetzt kommt das Lied von oben runtergeknallt da. Der kommt da. Hüter gefallen. Denn da hinten? Wieso stirbt man da hinten? Auch gut. So, wie gesagt, wenn ihr hier in dem Bereich seid, teleportiert ihr Kriegssatellit, dann müsst ihr irgendwann rausgehen. Jetzt könnt ihr erstmal drinnen bleiben, kein Problem, aber irgendwann müsst ihr halt rausgehen. Die Geschütze vom Schiff abschießen ist auch mal ganz gut eigentlich. Ihr müsst wirklich alles abschießen, was hier rumrennt. Kurz probieren mit denen zu reden. Hüter gefallen. Durfte ich jetzt gar nicht. Mal gucken. Geht mal aus der Area raus hier. Vom Satelliten. Geht mal aus der Area raus. Wir brauchen mehr Kills. Wir müssen mindestens 30.000 Punkte hier machen, sonst wird das nichts. Geht mal raus, bitte. Aus dem Salinenkreis. Wir müssen erstmal alle Gegner abschießen. Das kriegen wir das nicht hin. Wir müssen mindestens 30.000 Punkte machen. Hallo? Go out of the satellite area. War das richtig? Go out. Satellite Area, go out. Verstanden? Schon.
Die sieht auch nicht 30k. Go in. Einmal kurz reingehen. Kurz wieder ein bisschen warten, bis Gegner kommen und dann wieder rausgehen. Da kommt er wieder. Und wieder raus. Raus. Out of the area. Okay, das sieht schon mal gut aus. Okay, hier kann man gut farmen, hier kommen die ganze Zeit die Gegner runter. Also hier müsst ihr die Punkte sammeln, das wird das nächste Mal klar. Okay. Deswegen, wir können go. We have enough time, ja. Second, maybe one. Ah, okay. That's all. I think. Okay, fine. Gut. So. Ich hoffe mal, hat es geklappt. Jetzt muss man natürlich auch noch alles andere mit wegschießen, ne? Aber ohne das kriegt ihr nichts, geht das nicht. Auch noch wieder eine blöde Phase. I'm mute already. So, jetzt erstmal wieder mute. Mein Englisch ist zu verzeihen. Das ist ein bisschen schwierig, wenn man hier zocken muss, dass ihr irgendwie Englisch reden muss. Naja. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich gemeint habe jetzt. Ihr müsst auf jeden Fall hier das definitiv so hinkriegen, dass ihr hier alles mitnehmt und halt definitiv das nicht verkackt. So. Da ist noch einer. Hüter gefallen. Da. Nee, nicht. Da oben, da. Ah, ich bin im Gitter fest. So, das sieht schon wieder ganz gut aus. So, was kommt mit dem Schweber und Sniper-Schweber und was ist das alles? Unsichtbare 1 im Honor hier. Alles abschießen, was da ist. So. Jetzt wird es auch wieder lustig, weil die Phase mit den Blitzen und so, mit dem Weg ist echt, der ist echt nervig. Kann man nicht anders sagen. Aber einer muss holen, die anderen beiden müssen abschießen. Gehen wir kurz mit. Okay, das ging schnell. Sehr schön. Gar
Hüter gefallen. Achtung. Achtung, Achtung. Sprengschwieber. Muss mal ein blödes Schild. Über da, wo Gegnerwellen kommen. Bloß mal alles mitnehmen, ey. Also wieder knapp werden hier, ey. Moment. Tausend. Ein blödes Schild. Hüter gefallen. Nicht so richtig. Ja. Mal ein Teammate wieder, wäre ganz cool. So, 100.000 erreicht. Oh, kurz mal reinschreien hier. Ja, ich wollte auch nicht. Ja, geil, 100.000 erreicht. Ja, also wie man sieht, es funktioniert dann doch. Aber ich habe keine... Ja gut, haben wir eh keine Dings mehr. Keine Champions mehr. Ja, das müsst ihr halt so durchziehen. Sonst ist es echt schwierig. Dann hier ist immer eine Kante, da geht man direkt drauf. So, jetzt dürfen wir natürlich nicht mehr sterben. Hüter gefallen. Ja. Da oben drauf gegangen, ey. Oh. Idiot. Jetzt ist er wieder da, Gott sei Dank, ey. Alter. Nein, mein Hammer! Wie gesagt, ich bringe hier keine Punkte, die Schweber. Das ist richtig ätzend. Es sind so viele Schweber, die geben 0 Punkte, ey. Richtig unfair. Ah! Auf die Sniper aufpassen. Und auf die Springer vor allem. So, jetzt geht's da richtig ab. Wo ist deiner? Die machen super. Ja.
Hüter gefallen. Alter, du. Ja, hallo. Kann man hier mal den wiederholen? Das ist schon wieder da, okay. Oh, das ist schwer am Mund. Egal, wir haben gewonnen. So, fertig. Ja, war jetzt noch ein bisschen Krampf, aber wir haben es noch geschafft. Mann, ey. Das um Spitzenausrüstung zu holen. Nur so ein Kasperle-Theater. Naja, danke ans Team. Hat ja funktionopelt. Aber ich glaube, dass der Loot ist, glaube ich, gerade in die Poststelle gewandert, wie immer, weil ich vollgeballert bin mit irgendeinem anderen Kram. Naja. Aber es gab auf jeden Fall höheren Loot, definitiv. Oh, der ist in die Poststelle gewandert. Oh Mann. Ja, danke nochmal ans Team, danke an euch fürs Zusehen. So kann man es machen. Wie gesagt, die Satellitenphase ist die schwierige Phase, wo ihr alles mitnehmen müsst. Und dann danke für den Support, ne? Tschüss, reingehauen, bis nächstes Mal.